Iserlohn. Leben und Erleben. Das Sauerland. Malerische Kulisse einer ungewöhnlichen Stadt. Iserlohn scheint bei Sonne zu lächeln. Eine lebendige Stadt. Freundlich, gastlich und reich an Originalitäten, Spezialitäten und Raritäten. There's a place I call home. Wherever it goes. Traditionell und edel, ein bisschen verspielt und gerne auch flippig. Essen. Stadt mit Sinn für das Ungewöhnliche. Dem noch jungen Bikertreff attestiert die Politik das Zeug zur Tradition. Sinn fürs Ungewöhnliche und fürs Traditionelle, wie Harley Davidson und Hochzeit. Handwerk, Brauchtum, Traditionen und draußen ein Hauch von Ferien. Samstag, Markttag. Einkaufs- und Kontaktbörse mit Politikerinnen und solchen, die es werden wollen. Blumen für den ersten Bürger der Stadt. Auf dem Schillerplatz, dem zentralen Marktplatz im Schatten des Rathauses, treffen sich Woche für Woche ca. 30 Buden und eine über 800 Jahre alte Markttradition. Drei Stück hier, Unreif und Lilien. So, einmal gut zum Punkt. Vitale Stadt zwischen Ruhr und Lenne. Zwischen Großkonzernen und Zeugen einer alteingesessenen Bürgerschaft. Eine behutsam erhaltene Architektur von gestern weckt sympathische Nostalgie. Und überall spürbar das Flair einer traditionsreichen Kaufmannschaft. In der fünften Generation Lichthaus Runte. Wo auch Träume eine Chance haben. Und nebenan Fit for Shopping für knapp 300 Geschäfte in der City und etwa 100 im Stadtteil Letmathe. Zwischen dem traditionellen Adler des Kaisers und dem schnelllebigen Herzen der Modetrends. Shopping, Service und die Verführung. Beifall, bravo für I like Iserlohn. Und das schreibt eine Ungarin, Julia Bratan. Neben City und Stadtwald dörfliches Sauerland. Kespern mit seinem Traditionsbackhaus und begehrten Landbrot. Salzarm, würzig, knusprig. Idylle mit See, mitten im Stadtteil Letmathe, der gepflegte und großzügige Volksgarten. Grünes Letmathe und 5 Kilometer bis zum Danzturm, aus einer Zeit, als diese Musik die Massen bewegte. Und
als der Turm Station der preußischen optischen Telegraphie zwischen Berlin und Koblenz war. Der Signalmast heute und damals. Mitten im Stadtwald in Iserlohns Süden. Und von dort nahtlos ins Sauerland. Im Norden die Ruhr. Dazwischen ein starkes Stück Stadt mit Neubauten und Baugebieten wie in der Rauen Hart. Mit der Kombination junger Ein- und Mehrfamilienhäuser wie im Dröscheder Feld. Mit der fast erhabenen Gelassenheit am Rande des Volksgartens. Mit der komfortablen Ruhe der neuen Mitte in Hennen. Und in der City die Städtische Galerie mit dem Anspruch, Forum auch für junge Künstler zu sein. Die nicht ganz so jungen Künstler zieht es einmal im Jahr in die ehemalige Schule Obergrüne. Bronzegießer aus Osteuropa. Seit über 20 Jahren Iserlohner Tradition, das Kultursymposium M. M wie Mensch und Mitte. Lebens- und Erlebnisqualität in der Stadt der Kontraste. Viermal am Tag ein Glockenspiel. Geschenk der Kreishandwerkerschaft an Iserlohn. Leben und Erleben. Selbstgesteckte Maßstäbe erfüllen hohe Erwartungen. Nicht nur, aber auch mit mehreren hochwertigen Boutiquen und mehreren trendigen Bars. Nicht nur, aber auch hinter Fassaden, die in Italiens Süden bestehen würden. Iserlohn, mitten in Nordrhein-Westfalen. Zwischen Ruhr und Lenne. Mit der A46 hat Iserlohn fast eine eigene Autobahn. Und ist bequem und schnell ans internationale Straßennetz angebunden. Vor der Tür das Ruhrgebiet, größtes industrielles Ballungsgebiet Europas. Fünf eigene Autobahnanschlüsse sind nicht nur ein Sahnehäubchen der Iserlohner Mobilität. Sie sind vor allem ein starkes Argument für Iserlohn als Wirtschaftsstandort. Kalthof, Gewerbegebiet im grünen Norden, knapp 3 Kilometer von der Autobahn entfernt. Auch im grünen Norden das Gewerbegebiet beim Ortsteil Sümmern. In der Stadt zwischen Sauerland und Ruhrgebiet sind Global Player und regionale Unternehmen Nachbarn. Iserlohner Heide. Fast nur einen Steinwurf zur Autobahn und Gewerbe nahe zur Iserlohner City, größte Stadt des Märkischen Kreises. Mit einer Wirtschaft in Paradelage lebt sich ein Abend mit Big Shot Klaus Doldinger unbeschwerter. Im rührigen Traditionsclub Henkelmann. Ja, der Jazzclub Iserlohn, Henkelmann, ist mir um ein Jahr voraus. Unbeschwert auch ein Abend im renommierten Parktheater. Kunst im Foyer. Ein Theater mit himmlischen Inszenierungen, höllisch guter Stücke, verspricht das Kulturbüro der Stadt und hält Wort. Wellness für Gemüt und Geist. Die Kultur freut sich, wenn es der Wirtschaft gut geht. Qualität, Design und Stil. Renommee weltweit. Kultur im Bad. Meißner Porzellan und edelstes Metall. Technik und Design für den Weltmarkt.
seit über 25 Jahren im Deutschen Institut für Herrenmode und seit über 50 Jahren in Iserlohn. Das ist ein Anzugstoff der Firma Boss, fixiert mit unserer Einlage. Der Youngster unter den rollenden Müllschluckern. Vollautomatisch ein Ein-Mann-Betrieb. Die Abfallwirtschaft. Thema mit großer Tradition in Iserlohn. Ständiges Ziel interessierter Gruppen. Wenn die Iserlohner Abfallwirtschaft Tradition hat, ist der Weg zum Museum eine Frage der Logik. Wirtschaft und Freizeit. Zwei Seiten eines Reißverschlusses aus Leben und Erleben. Szene in Iserlohn. Tonight in Iserlohn. Ambiente, das anmacht. Seit über 100 Jahren omnipräsentes Urgetränk der Stadt. Eins der ältesten Flaschenetiketten, der Danzturm. Iserlohner zwischen Society Talk und Thekenklön. Als kühles Pilz so gemalt wurde, waren Bauherren Fassadenpoeten und die heutige Altstadt wuchs heran. Rund um die Trendbistros fesseln noch immer die Fassadenpoeten von damals und erinnern mit Stil und Poesie an ihre Zeit. Als in der Villa Wessel noch gewohnt wurde. Heute eine international renommierte Kunstgalerie. Der Sprung über mehr als ein Jahrhundert auch beim alten Rathaus. Wo in den Gründerzeiten Rathaus mit zwei H geschrieben und Iserlohn verwaltet wurde, stehen heute über 100.000 Bücher, nicht nur. Wir haben ungefähr 1100 CD-ROMs in der Bücherei. Heute, damals in den Gründerzeiten, waren Rundstahlketten der Firma Thiele bereits weltweit gefragt. Es geht auch kleiner. Dünner und ganz dünn. Selbst Edelhoffs feinster Draht fing einmal so an. Als Jugendstilfassaden und Art Dekokultur en vogue waren. Und die Architekten ihrem Reichskanzler gerade ein trotziges Denkmal gebaut hatten, den Bismarckturm. Er blickt über das Iserlohner Land und die Zeugen seiner Geschichte. Stadtteil Hennen, die Johanneskirche. In der Apsiskuppel unserer Kirche sehen wir Christus als Weltenherrscher. 1000 Jahre alt, wie die wehrhafte Wucht der Bauernkirche des heiligen Pankratius. Schon im 13. Jahrhundert ist Iserlohn Stadt und hat ein Jahrhundert später seine oberste Stadtkirche. Ein Juwel mittelalterlicher Holzschnitzkunst, der dreiflügelige Altar. Das Symbol einer Region, die seit Jahrhunderten Eisen formt. Modernes Schweißen. Und der tonnenschwere Hammer der Dampfpresse. Große und kleine Ketten aus Eisen vom Global Player Thiele. Früher wurde genietet, 40.000 Ringe und ein Jahr Arbeit fürs Kettenhemd. Ist es schwer? Ja. Mittelalter. 8 verheerende Feuersbrünste. Bis so prächtige Häuser wie das Stadtmuseum entstanden.
oder das heimelige Museum für Handwerk und Postgeschichte. Postkutschen, Uniformen und, als die Telefone so aussahen, schrieb die Welt mit Federn von Brause. Bass oder Boom waren Alltag, eine unsichere Vergangenheit. Um die Gegenwart zu gestalten und die Zukunft sicherer zu machen, schaffen wir im alten Brausegebäude oder hier in der Corona-Kaserne neue Perspektiven. Existenzgründer können hier heute sorgloser starten und werden dabei professionell beraten. Iserlohner Wirtschaftspolitik macht Visionen zu Realitäten. Visionen, die Realitäten werden. Im Berufsbildungszentrum der Kreishandwerkerschaft lernen und wohnen. Ich richte das Werkzeug neu ein und rufe dazu dann das Werkzeug auf. In Iserlohn leben zurzeit etwa 20.000 Menschen zwischen 6 und 24 Jahren. Work. Learning. Sollten Schule, Lesen und Lernen gerade mal nicht cool sein, sind Movies angesagt. Oder Discos. Oder Trendsport, Roller Inline in the City. Hit mit Magnetwirkung aufs Umland, der IEC Iserlohn, die Roosters in der DEL, der höchsten Eishockey-Liga. Die U18 gegen Kanada im Iserlohner Hembergstadion. Nicht nur beim Fußball ist Internationalität ein Stück Iserlohner Alltag. Kids aus Nowotscherkassk. In Floriansdorf brennt es mal wieder. Einmalig in Deutschland. Kinder lernen in einer Ministadt den Umgang mit der Feuergefahr. Auch einmalig in Deutschland das Zentrum der Deutschen Gesellschaft für Gerontotechnik, wo sich der Alltag testen lässt. Ein Buschvorraum, der um die Ecke geht. Wo Brücken zwischen den Generationen gebaut werden. Iserlohn weist der Zukunft Wege. Forschungsmöglichkeiten für angehende Wissenschaftler. Fit for Future für den Job auf dem Datenhighway. Es geht darum, welche Instrumente die Europäische Zentralbank hat. Worldwide im Internet und mit über 50 Jahre altem Renommee aus Ortlohn. Nicht nur an ästhetischer Attraktivität schwer zu toppen, die Musikschule der Stadt Iserlohn. Bei allem Sinn für Kultur und zeitgerechte Bildung vergisst Iserlohn nicht, sich selbst gebührend zu feiern. Die Kilian-Kirmes in Letmathe. Im Mittelalter fromme Prozession, heute ausgelassenes Volksfest. Und Party in the City. Verführerisch Chrom und PS und Delikatessen. La Strada, eine Fülle von Sommerfestivals. Verführerisch auch die Tradition der Bürgerschützen von anno 1705. Start mit internationaler Musikparade. Dabei fängt alles so anders an. Am Pfingstmontagmorgen zaubern die Elfen. Und die Bürgerschützen verteilen Wasser aus dem Ballotsbrunnen. Es vertreibt böse Geister, hält gesund und... Das Wasser schmeckt einfach. Na klar. Höhepunkt der Umzug. Gut.
Schützenfest in Iserlohn, weit entfernt von muffiger Traditionstümelei. Feierlaune live und Feierlaune in Bronze. Unbeschwerte Lebensfreude, sagt der Künstler. Ausgerechnet im Schatten von St. Kilian haben das eine Nonne und ein Pater zu wörtlich genommen, wurden zur Strafe versteinert und heißen noch heute Pater und Nonne. Sie bewachen den Eingang zur populären Dächenhöhle, wo seit Tausenden von Jahren Tropfen Steine formen. Von tief unten nach weit oben. Drei Flugplätze für Segel- und Motorsportflugzeuge, Rundflug, Seilersee. Seilerseebad innen, Seilerseebad außen. Der fast 100 Jahre alte Seilersee und seine Wälder. Wellness für die Sinne. Freizeit in ihrer schönsten Form. Ritterschlag für Iserlohns Freizeitwert durch den Bundespräsidenten. Ich bin gern nach Iserlohn gekommen. Kein Wunder, der Präsident wandert gerne. Ein Genuss im Stadtwald. Die etwas schnelleren Wanderer joggen im Volksgarten. Und Radfahren im herbstlichen Kespern. Natur pur und Iserlohner Gastlichkeit. Agrotourismus für wahre Genießer, gut Lenninghausen. Und Agrotourismus, wie Kinder ihn lieben. Bauernhof Bäder-Häsing. Ganz in der Nähe Barendorf. Künstlerwerkstatt und Museumsdorf. Hier streckt sich, was mal Nadel werden will. Ein bisschen fürs Wissen, ein bisschen fürs Auge. Barendorf mit Wohlfühlambiente. Nadeln, kleiner Teil der Industriegeschichte wie Tabakdosen. Museumsdirektor Gerd Schäfer. Das ist also eine dieser berühmten Iserlohner Tabaksdosen. Schaut euch das mal an. Modell für einen wasserspeienden Bronzeguss. Gestiftet von der Sparkasse Iserlohn. Die Stadt mit den ungewöhnlich reichhaltigen Facetten lädt ein zum Kommen und zum Bleiben. Wer hin will, exzellent via A46 oder per Bundesbahn via Nachbar Hagen. Internationaler Flughafen fast nebenan in Dortmund, auch nicht weit Düsseldorf und Köln. Iserlohn lohnt sich. Eine Stadt zum Leben und Erleben. From sunrise through till sunset, you're always on my mind. And even when I'm sleeping, I dream of you. I find so I'm writing you this letter. Now we are far apart and feeling. I must send you these truths.